was es mit diesen geheimnisvollen Junk-Journal-Boxen hier auf sich hat, wer hinter dieser genialen Idee steckt und wie es in dieser Box hier aussieht, das erfahrt ihr heute alles in diesem Video. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und so schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, zu einem ganz, ganz besonderen Video und ich bin auch schon ganz dolle aufgeregt. Und zwar, okay, da muss ich ein bisschen ausholen, ja. Diese Box hier ist nicht von mir. Diese ist von mir. Und warum meine entstanden ist, das erzähle ich euch jetzt. Diese wunderschöne Box hier ist von der lieben Corinna von Cori G Scraps. Sie hat auch YouTube und Instagram. Verlinke ich euch selbstverständlich beides unten in der Infobox. Und ja, ich durfte die liebe Corinna auf der Junk Journal Convention kennenlernen und war schockverliebt in ihre Box. Mir wurde wirklich auch von vielen gesagt, boah, Anna, warst du schon da vorne an dem Tisch und hast du diese Box gesehen? Und da musste ich dann natürlich auch mal hin und mir anschauen, warum jetzt alle Leute diese Box so toll fanden. Und ich war sprachlos, als ich die dann geöffnet habe, als ich das Geheimnis davon entdeckt habe. Ich war einfach sprachlos. Ich würde euch am liebsten natürlich auch Corinnas Box zeigen, aber das überlasse ich natürlich ihr. Heute geht es hier um meine Box. Ja, die liebe Corinna sagte, dass sie auch gerne ein Tutorial davon machen möchte, dass sie aber sich nicht so wirklich rantraut, das Tutorial dazu zu drehen. Und ja, weil es mir sofort in den Fingern gejuckt hat, so eine Box zu basteln, war sie so lieb und ich durfte ihre mit nach Hause nehmen, um sie genau zu inspizieren, um jede kleinste Ecke ja anzuschauen und mir dann daraus eine eigene Box zu bauen, um das Prinzip dann eben für euch als Tutorial festhalten zu können. Das Tutorial zu dieser Box wird also bald kommen, nicht zu der. Wir basteln dann gemeinsam eine neue Box zusammen. Ich kann euch noch nicht genau sagen, wann, aber es wird kommen. Es ist halt ein sehr aufwendiges Tutorial. Das seht ihr gleich, wenn ich die Box öffne. Aber es kommt. Also seid auf jeden Fall gespannt. Und bevor wir jetzt starten mit dem Flip-Through meiner Box, blende ich euch hier noch einen kleinen Videoclip von der lieben Corinna ein, die sich natürlich auch noch ein bisschen bei euch vorstellen möchte. Also, bis gleich! Ja, hallo ihr Lieben! Ja, die Anna hat euch ja jetzt schon erzählt, wie wir uns kennengelernt haben und wie es zu unserer Zusammenarbeit gekommen ist. Ja, an dieser Stelle nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich mega gefreut über unsere Zusammenarbeit und dass dir meine Box so gut gefallen hat, dass du da dein Projekt draus machen wolltest. Also es war mir wirklich eine Ehre und ja, ich hoffe, dass wir in Zukunft vielleicht nochmal irgendwas machen werden. Also es war auf jeden Fall eine richtig große Freude für mich. Dankeschön, liebe Anna. Ja. Ich wollte euch jetzt noch mal kurz erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ja, die Box, die ich bei der Convention dabei hatte, ja, die ist noch bei der Anna. Von daher muss ich euch jetzt mal die Box zeigen, die ich jetzt am Wochenende fertiggestellt habe, die nach der Convention entstanden ist, weil ja, die Anna, die hat mich so angesteckt mit ihrer Begeisterung, daraus ein Tutorial zu machen plus ihr nächstes Designprojekt, dass ich gedacht habe, ja, eigentlich müsstest du auch noch mal eine machen, aber ich wollte sie nicht in diesem ausladenden Maß machen, wie ich die andere gemacht habe. Und deswegen ist die jetzt eine Nummer kleiner geworden, hat aber genauso viel Arbeit gemacht, also, ne? ja. Auf jeden Fall hatte ich Lust gehabt, mal wieder ein bisschen Gothic zu machen. Ja, das ist das gute Stück. Ich werde auf meinem Kanal demnächst ein Flip-Through haben davon, auch vielleicht von der anderen Box, wenn sie dann wieder hier angekommen ist. Deswegen zeige ich euch jetzt nur mal kurz. Also das ist sie jetzt von außen. Und ja, ich wollte euch nur eigentlich erzählen, die Idee, wie diese Box entstanden ist. Ja, ich mache seit ungefähr knapp 2 Jahren Junk Journal. Ich habe auch schon ein paar gemacht und dann kam mir halt irgendwann letztes Jahr die Idee, ja, warum eigentlich immer nur ein Buch, was man von rechts nach links aufschlägt, macht doch mal irgendwas anderes.
Ja, und dann habe ich zu der Zeit auch sehr viele Explosionsboxen gebaut. Ja, und irgendwie, ja, ist da halt die Idee geboren, ja, man könnte doch auch einfach mal ein Journal integrieren in diese Boxen. Ne? Also offiziell haben wir sie jetzt Hidden Journal Box getauft. Ja, wir hatten eine Weile überlegt, wie nennen wir das gute Stück denn? Und ich finde, Hidden Journal Box finde ich eigentlich ganz gut dafür passt. Ja, ich habe mir halt das Ziel gesetzt gehabt, viel Platz auf kleinsten Raum zu schaffen. Ne? Also, ich zeige euch jetzt mal kurz, was ich meine. So sieht das Ganze jetzt von innen aus. Man muss halt, ne, gucken, dass das hier ordentlich Platz hat. Man darf natürlich nicht wild dekorieren. Man muss sich da echt schon zusammenreißen, so, weil das Ding muss ja auch irgendwann wieder zugehen. Bei dem war ich noch human. Bei der anderen Box, ja, die ist ein bisschen ausladender. Ich will euch das mal kurz zeigen. Ja. Ne? Also auf jeder Seite gibt es ein kleines Journal. Ich habe diesmal Ketten genommen, anstatt die mit Bänder festzumachen. Es war eine ziemliche Fummelarbeit, zumal diese ganzen Sachen ja, ne, sie sind ja nicht gerade und diese Ketten das überhaupt halten. Und ja, also ich wollte die Box ungefähr gefühlt dreimal aus dem Fenster werfen. Ja, ich habe mich dann doch wieder dran gesetzt und ne, ich habe sie dann doch fertiggestellt. Na, jedenfalls, ne, mein Plan war halt, viel Platz auf wenig Raum zu schaffen. Ne? Meine Mutter sagt immer so schön, ja, Platz ist in der kleinsten Hütte. Und das wollte ich halt hier umsetzen. Also es ist wirklich viel Platz zum Schreiben. Ne, wie gesagt, also vier kleine Journals und hier noch eins. Aber wie gesagt, das Flipshow wird dann irgendwann auf meinem Kanal erscheinen. Mitsamt der anderen Box, wenn die dann wieder bei mir angekommen ist. Und ja, dann kann ich euch vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Ja, jedenfalls, das macht wirklich irrsinnigen Spaß, diese Boxen zu bauen. Ja, jetzt geht hier natürlich wieder nicht zusammen, ist ja klar, die Kamera läuft ja auch, ne? Meine Güte. Ist ja irgendwie immer so, ne? Ja, jedenfalls, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was die Anna gezaubert hat aus ihrer Version. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall genauso wie ihr darauf, mir das anzuschauen. Mein Gott, jetzt geht das wirklich nicht zu. Ja, wie gesagt, also es ist schon eine kleine Fummelarbeit. Ich habe es vielleicht doch ein bisschen zu ausladend gemacht. Nein, jetzt ist sie zu, jetzt hat sie verloren. Ja, also wie gesagt, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Und ich bin genauso gespannt wie ihr, was sie gezaubert hat. Ja, wer Lust hat, schaut einfach mal auf meinen Kanal. Cory G. Scrap, ich würde mich freuen. Den gleichen Namen habe ich auch auf Instagram. Ja, schaut mal vorbei, lasst ein Abo da, einen Kommentar oder was auch immer. Ja, wie gesagt, vielen Dank, liebe Anna. Ne, für diese Zusammenarbeit. Und ich hoffe, es war auch nicht die letzte. Also in diesem Sinne, macht's gut. So, och, jetzt muss ich hier gerade noch mal mein anderes Licht holen. Es ist ein bisschen schwer, diese Box wirklich komplett auf Kamera zu kriegen. Ich versuche mein Bestes. Verzeiht es mir, wenn es heute vielleicht ein bisschen wackeliger ist, aber ja. Also, ich habe natürlich jetzt ein Designteamprojekt zum Thema geheime Waldapotheke damit gemacht. Das hat sich natürlich einfach super angeboten und ich habe ja die Box von außen sehr überwuchert gemacht. Genau, hier habe ich mit den genau Wildblumen Basic Papier gearbeitet und mit dem geheimen Waldapotheken Papier natürlich die zwei Apothekerinnen hier vorne drauf gemacht. Hier auf dem Deckel, das ist die Maulbeerbaumrinde. Ich habe mich sehr gefreut. Aktuell gibt es sie in diesem Grünton im Funkelkram-Shop. Und dann konnte ich die natürlich direkt schon so lassen und musste sie nicht einfärben. Ja, das hat mir die Arbeit leichter gemacht. Und dann habe ich hier
auch noch so kleine Ranken dran gemacht. Die habe ich aus irgendeinem Günstigladen, Woolworth oder Teddy oder so, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und habe hier auch ein kleines Dingeldangel dran gemacht mit ein paar Schätzen. Ja, unter anderem auch hier so einem Anhänger. Dort habe ich ein Bild reingemacht aus der geheimen Waldapotheke. Ich glaube von diesem kleinen Ephemera-Umschlag, wenn ich mich nicht irre. Genau, und diesen Anhänger, den habe ich tatsächlich auf der Kreativa gefunden. Mit diesem ja, Glasaufleger, der da drauf ist. Und das fand ich einfach super, super dolle schön und ja, durfte mit hier dran. Genauso wie ein bisschen Spitze und Cheesecloth und so Streichelwolle. Hier auch nochmal. Und ein paar Blümchen. Und hier hängt noch an einem Lederband dieser kleine Schöpflöffel. Den gibt es bei Funkelkram auch in der Waldapotheke, bei dem Waldapothekenkatalog zu kaufen. Den verlinke ich euch selbstverständlich auch unten in der Infobox. Wie alles andere auch, was von Funkelkram ist, das findet ihr dort. Genau, das ist meine Box von außen. Und jetzt kommt das Besondere eben. Wenn man sie aufmacht, passiert erstmal nichts. Den Deckel kann man hier, wie ihr seht, einfach so abnehmen. Genau. Und ich stand dann da auf der Junktunnel Convention, als ich Corinnas Box in der Hand hatte und war erstmal hier am Ziehen. Und sie sagte, das ging wohl allen so. Also ich war nicht die Einzige, die auf die Idee kam, das dann rauszuziehen. Also ich dachte halt, okay, steckt da jetzt einfach ein Journal drin oder wie ist das jetzt? Aber nein, viel cooler. Und zwar hebt man das Ganze aus dem Boden hier heraus. Ups, da kommt was rausgefallen. Ich habe zu viel mit der Box rumgehampelt. Und dann klappt man das Ganze aus. Und da muss ich kurz mal die Perspektive wechseln. Blub, 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 blub. Genau. Damit ihr das alles auch schön hier zu sehen bekommt. Und hier ist mir was rausgeflutscht. Das habe ich wohl nicht fest genug zugebunden. Zeige ich euch gleich dann nochmal genauer. Jetzt binde ich es euch nochmal zu, damit ihr seht, wie es ja so im ausgeklappten Zustand ist. Also ist das nicht irre? Ist das nicht einfach irre? Könnt ihr jetzt verstehen, warum ich dieses Ding unbedingt nachbauen musste? Das hat mir so in den Fingern gejuckt. Also es ist ja quasi einfach dann so, ne? Und dann ist es eine Box. Ist das nicht endgenial? Oh, ich könnte das echt zu tausenden Themen jetzt machen. Und die Waldapotheke hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also fangen wir mal an. Von links nach rechts gehend. Hier habe ich so einen hübschen Löffel angebracht, den es auch bei Funkekram gibt. Mit so einem Stück Fake-Leder und Mini-Brads. Und hier verbirgt sich das Herzstück, und zwar das Journal. Kann man hier mit diesem passenden Jute-Band mit den Blättern drauf öffnen. Dann gibt es hier nochmal eine Klappe. Da muss ich es tatsächlich schieben. Das passt nicht ganz aufs Bild alles. Hier mit der hübschen Lady, die den Schmuck beglitzert bekommen hat. Und hier ist das Journal. Und das schauen wir uns jetzt zuerst mal an. Hier natürlich das Hebrarium-Cover mit dem tollen Konturenstift umrandet. Ja, ich hatte wirklich Riesenspaß. Ich hätte wirklich tagelang hier dekorieren können. Das hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, diese Box bietet halt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich bin einfach überwältigt, dass dass Corinna sich das einfach auch selber ausgedacht hat. Ja, diese Seite hier ist tatsächlich aus einer Daphnes Diary rausgeschnitten. Die fand ich aber auch ganz schön und passend. Genau, hier eine Pocket mit einem Tag. Das war von diesem Bogen aus dem Geheimwaldapothekenpapier, wo die ganzen Bilderrahmen sind. Und die habe ich dann einfach ausgeschnitten und mit dem Konturenstift umrandet. Ja, hier ein Cluster von dieser hübschen Dame, die war auch bei den Bilderrahmen dabei. Und die Flaschen habe ich alle mit Glossy Accent überzogen, damit die halt diesen tollen Effekt bekommen. Genau, hier ganz sanft schabloniert und ja, auch mit dem Konturenliner gearbeitet.
Das hier müsste eine Edith-Holden-Seite sein, jawohl. Ja, hier habe ich ein Bellyband gebastelt. Einmal mit einem hübschen goldenen Umschlag, den ich mal in einer Happy Mail bekommen habe, und ein paar Trockenblumen und einem kleinen Tag. Den habe ich in einem Live auf Instagram gemacht. Wenn ihr auch gerne mal bei einem Live zuschauen wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram. Die Kanäle sind natürlich auch unten verlinkt. Ja, traumhaft schön. Oh, ich weiß nicht, ich liebe es halt einfach. Die Farben passen hier auch einfach wieder so gut zusammen und harmonieren so. Und oh, dieser Stencil hier, den habe ich neu. Der ist von Tim Holz. Und liebe ich einfach total, den auch mehrfach dann in mehreren Farben zu stempeln. Zu wischen meine ich, nicht stempeln. Genau, das hier ist ein Stamperia-Schablone. Und den Hermes-Stab habe ich gelernt, hat mir einer von euch kommentiert unter meinem letzten Video. Den habe ich embossed. Ja, weil der dann schön golden glänzt. Das hier ist tatsächlich auch wieder aus einer Daphnis Diary. Mit einem Brett befestigt. Darunter steht Grateful. Ja, dankbar kann man echt für vieles sein, ne? Hier eine Postkarte, die ich einmal mit dem Blumenprägefolder durchgeorgelt habe, und dann bin ich da mit Gilding Wax drüber gegangen. Genau, kann man noch da drunter was reinschreiben. Na, ist wieder da rein. Und hier ein Tag mal als Pocket genutzt. Da habe ich da euch dann einfach ein paar kleine Zettelchen noch reingetan für kleinere Notizen. Diese Box wird dann übrigens auch zum Verkauf sein. Die werde ich auf meine Website einstellen, die neu ist. Ich hoffe, sie ist zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier hochlade, schon online. Wenn ja, dann ist sie in der Infobox verlinkt. Ansonsten könnt ihr mir auch über die E-Mail-Adresse schreiben. Wenn ihr Interesse habt, diese Box hier zu erwerben, dann schreibt mir einfach eine E-Mail. Auf meiner Website wird dann in Zukunft immer alles in einer Fotogalerie zu sehen sein, was ich zum Verkauf habe. Und wenn ihr davon etwas erwerben möchtet, könnt ihr das dann über eine E-Mail an mich tun. Genau. Hier habe ich aus dem Papier das so ausgeschnitten, ne, dass das so ist. Fand ich irgendwie witzig, einfach eine kleine Spielerei. Ja, hier nochmal. Ein Tag. Perfekt aussehen muss man nur, wenn man sonst nichts kann. Ganz genau. Und hier oben ist auch noch eine Pocket mit einem kleinen Zettelchen drin. Hier, das ist eine Postkarte, und ich finde, das sieht halt aus, als müsste sich diese Tür öffnen, und deswegen habe ich das so gemacht. Da versteckt sich dieser gut aussehende junge Apotheker-Lehrling. Das ist, glaube ich, der Enkel von der einen Dame, und zwar, Moment, von, nee, jetzt wollte ich gerade gucken, von dieser Dame hier. In meiner Welt ist das von dieser Dame der Enkel, wisst ihr Bescheid, ich weiß nicht warum, aber ist so. Habe ich mit einem Magneten verschlossen und Replace Fear of the Unknown with Curiosity. Also ersetze die Angst des Unbekannten gegen, ja, Neugierde quasi. Ne? Super, hier nochmal ein kleines Cluster mit getrockneten Blumen, und die Dame hat natürlich auch schönen Goldschmuck bekommen. Mit dem Konturenliner kann man einfach so toll rumspielen. Das macht einfach ja, total viel Spaß. Ja, und auch mit Stickles überall ein paar Highlights gesetzt. Genau, hier den Schmetterling von Tim Holz. Den habe ich embossed in ganz vielen bunten Farben. Das Witzige ist, dass das hier so durchgegangen ist. Da habe ich wohl zu heiß geföhnt, aber ich finde es jetzt gar nicht schlimm. Das passt sogar zu diesen Farben ganz gut dazu. Und ja, so hat man zweimal was von diesem wunderschönen Schmetterling. Ist doch auch gut, oder? Na, wir machen ja keine Fehler, wir machen nur Happy Accidents, wie Bob Ross immer so schön sagte, ne? Und aus den Fehlern entstehen ja meistens irgendwie die schönsten Sachen, die man so ja dann nicht nochmal hinbekommt, selbst wenn man es versucht. Na, wir kleben die Seiten ein bisschen zusammen. So. Genau.
Und das war's schon mit dem kleinen Journalchen, was hier drin ist. Hier habe ich dann noch aus einer Postkarte eine Pocket aufgeklebt. Und dahinter verbirgt sich eine Journalkarte, die mir wirklich sehr gut gefällt. Also, ich muss sagen, die ist mir gelungen, wie ich finde. Also, die habe ich mit Distress Oxides und Inks im Hintergrund bearbeitet. Habe dann hier mit dieser Tim Holz Rosenschablone mit Strukturpaste gearbeitet, die ich dann verschiedenfarbig erst mit Gilding-Werks, dann auch hier mit Stickles ja, eingefärbt habe. Und dann hier diese Motte und dieser Stempel sind auch von Tim Holz. Ja, einfach um ein bisschen Struktur da auch reinzubringen, weil so Specimen-Cards, die braucht man natürlich auch in so einer geheimen Waldapotheke, damit man weiß, was da so rumkriecht und fleucht. Kann man das hier mit dem Band schön verschließen, damit auch nichts da rausfällt, gell? Ihr Frechdachse hier. Ja, hier habe ich im Hintergrund auch die ganzen Flaschen mit Glossy Accents bearbeitet. Und auch die hier, die ich dann als Pocket benutzt habe für dieses kleine Täschchen. Dieses Täschchen habe ich aus dem Lesezeichen oder Tags, auf jeden Fall aus dem, wie heißt jetzt, aus dem Booklet von der Geheimwaldapotheke, habe ich einfach zwei aneinander gelassen und die hier mit so einer Bulldog-Klemme, die ihr auch bei Funkelkram bekommt, verschlossen. Und ja, da drin sind ein paar ja, Etiketten und ein paar Rezepte. Ne? Die habe ich mit den Stempel von Funkelkram, heilsam und tödlich, ein bisschen bestempelt. Dreimal täglich. Und da steht die Dosierung. Das ist so ein alter Schriftstempel, den ich noch in meiner Sammlung habe. Genau, dass man da einfach auch so ein paar Rezepte schnell zur Hand hat. Hier geht es dann weiter mit den Frechdachsen, die eben uns schon entgegengekommen sind. Habe ich hier mit so einem Satin-Band befestigt. Einmal hier so ein Specimen-File, so ein kleiner Aktenordner. Das ist eine Stanze von Tim Holz, die ich dann auch hier mit ein bisschen Cluster und abgeranzt mit Grid Paste verziert habe. Und hier habe ich mir auch aus dem Tim Holz Set so ein Label gemacht. Und aus derselben Folie hier das Spezimen hinterlegt, damit es einfach auch ein bisschen glänzt. Und das habe ich auch einfach als kleines Notizbuch noch angelegt. Dinge passieren nicht einfach, Dinge werden erschaffen. Genauso wie wir unsere tollen Kunstwerke erschaffen, unsere Journals, die dann ja ein Ausdruck der Seele auch irgendwo sind, finde ich, ne? Auch wenn das jetzt ein bisschen kitschig klingt. Aber das merke ich gerade, wenn ich mich hier in dieses Waldapotheken-Thema so vertiefe, wie gut das auch einfach meiner Seele tut, ja, so vor mich hinzuwerkeln und mich mit diesen schönen Dingen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Das lässt mich den stressigen Alltag einfach vergessen und mir geht's viel, viel besser, wenn ich dann ins Bett gehe, nachdem ich an meinem Basteltisch hier saß. Und besonders bei so einem Thema, weil der Wald hat auf mich einfach so eine beruhigende Wirkung und das merke ich dann einfach. Deswegen hat mir dieses Waldapothekenthema sofort zugesagt und ich kann gar nicht aufhören, damit zu basteln. Dann ist hier nochmal eine kleinere Journey-Karte in dem Stil. Die habe ich aber mit einer Stamperia-Schablone nochmal bearbeitet mit Strukturpaste und Stickles. Genau, und ein bisschen collagiert mit Ephemera von Tim Holz. Ja, passt nämlich, finde ich, ganz schön dazu. So, ich bin ja nicht so die beste Schleifenbinderin. Aber bevor das an einen neuen Besitzer geht, werde ich mir die größte Mühe geben, noch wunderschöne Schleifen zu binden. Dann rücken wir mal ein bisschen weiter und hier habe ich eine Befestigung für kleine Reagenzgläschen gemacht, die ihr so auch bei Funkelkram bekommt, die Reagenzgläschen. Und in die habe ich verschiedene Blumen reingefüllt, weil ist ja klar, für eine Waldapotheke braucht und für die Elixiere, die man in so einer Waldapotheke herstellt, braucht man verschiedene Zutaten, die man dann im Wald sammeln kann. Und ja, um Proben mit nach Hause zu nehmen, ist das hier natürlich super, ne? Um die
dann analysieren zu können, um zu schauen, wenn man vielleicht was Neues entdeckt hat, was das überhaupt für eine Wirkung hat und wie man das einsetzen kann. Da ist das sehr wichtig, weil es ja klar, das gibt man nicht direkt seinen Patienten, wenn die was haben. Das muss man ja erstmal alles erforschen. Ja, hier habe ich aus einer Streichholzschachtel eine kleine Schublade gebastelt, in der auch noch Pillen drin sind. Mit, ja, weiß man nicht so genau, was das für Zutaten sind, die da drin sind. Auf jeden Fall sollte man die Pillen nicht ohne Absprache einfach schlucken, denke ich mir. Aber da wird auf jeden Fall auch was Heilsames bestimmt dabei sein. Man muss nur nett zu der Apothekerin sein. Ich glaube, wenn sie dich nicht so gut leiden kann, könnte es wahrscheinlich auch mal ein Mittelchen geben, was ein bisschen Durchfall oder sowas auslöst. Aber wer weiß, ich werde die Geheimnisse natürlich nicht verraten. Genau, und hier ist nochmal eine Klappe eingebaut, die hier auch nochmal so aufgeht. So, und hier habe ich einen kleinen Wasserfallblock eingearbeitet, weil, wie gesagt, man muss ja auch seine ganzen Erkenntnisse von den Kräutern aufschreiben und wem man jetzt welche Pille gibt. Welche jetzt heilsam, tödlich oder welche ein bisschen frech ist. Ups, da habe ich nicht gewartet, bis der Kleber trocken war. Genau, einfach verschiedene Papiere als Notizblöckelchen nochmal hier drin. Und hier habe ich Kraftpapier durch den Prägefolder gejagt und auch mit ein bisschen Gilding Wax bearbeitet. Und dort sind dann auch nochmal solche kleinen Spezimen-Cards drin, die auch ein bisschen schon was hinter sich haben, so wie die aussehen, ne? Auch schön beschriftet, welche Nummern die haben, ne? Damit man auch nachschauen kann, wann und wo man die gefunden hat, falls man noch mehr von genau diesen Kräutern benötigt für seine Waldapotheke. Ja, das war's auch. Mit dem Flip-Through. Also ich bin immer noch ganz, ganz hin und weg von dieser Technik. Ich finde das so endgenial. Und ja, das Tutorial ist schon in Arbeit, aber wie ihr euch jetzt vorstellen könnt, das ist natürlich ein relativ langes Tutorial, was auch mehrteilig wird. Und ich kann euch deswegen noch kein Datum versprechen, wann es online kommen wird, aber es wird zeitnah kommen. So. Das kann man dann einfach wieder hier zusammenbauen. Vor laufender Kamera klappt es auch super. So, ich gucke immer, wie ich das haben will. Prinzipiell ist es ja egal, wie man es draufsetzt, aber ich finde es besonders schön, wenn es so ist. So, genau. Ja, ich hoffe, dass euch meine Box gefallen hat und wie gesagt, geht auf jeden Fall auch auf Corinnas Seiten. Lasst ihr ganz viel Liebe da, lasst ihr einen Gruß von mir da und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch ein Abo da lasst, weil sie macht wirklich ganz, ganz tolle Werke und ich glaube, von ihr haben wir in Zukunft noch sehr tolle Sachen und Ideen zu erfahren. Und ja, danke Corinna, dass ich das machen durfte, dass du mir deine Box mitgegeben hast, dass ich das Tutorial für dich machen darf. Es ist mir eine Ehre und ich freue mich sehr über unsere Zusammenarbeit. Es wird bestimmt nicht die letzte gewesen sein. So, und nun habt einen schönen Tag, ihr Lieben. Bis dann.